US-Außenminister Mike Pompeo hat Russland und Kuba vorgeworfen, mit ihrer Unterstützung für Venezuelas umstrittenen Präsidenten Nicolas Maduro die Krise in Venezuela verursacht zu haben. Zudem verkündete das US-Außenministerium, man wolle in dieser Woche die verbliebenen US-Diplomaten aus Venezuela zurückziehen. Pompeos Behörde begründete die Entscheidung mit einer Verschärfung der Lage vor Ort. Die Präsenz von US-Diplomaten in Venezuela schränke die Handlungsfreiheit der US-Regierung ein. In dem südamerikanischen Land tobt ein Machtkampf, außerdem herrscht eine schwere Versorgungskrise. Die US-Regierung hatte schon im Januar ihr Personal in Venezuela auf ein Minimum reduziert. Das von der Opposition beherrschte Parlament in Venezuela rief wegen seit Donnerstag anhaltender landesweiter Stromausfälle den Alarmzustand aus. Wegen der Blackouts, die ohnehin schlechte Versorgungslage in dem Land weiter verschärfen, sollten auch am Dienstag Schulen und Betriebe geschlossen bleiben.